Die beiden Salzburger Tischtennis-Hochburgen, HSV Ohlicher Saalfelden und der TTC Raiffeisen-Kuchl, beides Mannschaften aus der zweiten österreichischen Bundesliga, liefern sich beim Derby in Saalfelden einen äußerst brisanten Schlagabtausch. Beide Mannschaften bringen hierbei die besten vier Spieler des Vereins aufs Feld. Der Gastgeber HSV Ohlicher kann in seiner Vereinsgeschichte dabei bereits auf eine lange Vergangenheit zurückblicken, versichert uns der Organisator des Bundesliga-Derbys Heinrich Steiner. Jetzt seit 1964, also und seit der Zeit spielen wir eigentlich ununterbrochen in der Landesliga. Und vor vier Jahren haben wir einen Aufstieg in die Bundesliga, in die zweite Bundesliga geschafft und halten uns dort eigentlich immer im Spitzenfeld. Heuer haben wir beschlossen, dass wir verstärkt die Jugend zum Einsatz bringen. Das bringt natürlich mit sich, dass wir als Saisonziel eigentlich einen gesicherten Mittelfeldplatz anstreben. Eine äußerst knappe Entscheidung, die sich der Gastgeber und Tabellenvierte HSV Ohlicher und der Tabellenneuntplatzierte TTC Kuchl liefern. Um diese Spitzenleistungen im Vereinssport auf so hohem Niveau zu halten, bedarf es natürlich auch entsprechender Jugendarbeit und Trainingsbetreuung der Spieler, wissen die beiden Trainer und Kapitäne beider Salzburger Vereine. Ja, momentan, das läuft sehr gut. Also wir haben genug Kinder in der Halle und wir arbeiten täglich. Ja, schaut das super aus. Also wir haben natürlich tolle auch Leistungen. Also wir haben im Verein auch den Staatsmeister, der Thomas Auer, vor 2 Jahren der Staatsmeister, im Doppel, im Einzel. Also wir haben auch gute Ergebnisse. Natürlich mit den kleinen Kindern noch, wir haben nicht die größeren noch Erfolge, aber die kommen auch noch hoffentlich. Ja, ja, das ist meine Arbeit. Also ich bin Spielertrainer auch, so wie Judy hier in Saalfelden. Also ja, das mache ich. Die beiden Mannschaften bestehen aus jeweils 4 Spielern mit mindestens einem Jugend- bzw. Juniorenspieler. Beim Stand von 9 Punkten für ein Team kann die Gewinnermannschaft das Spiel für sich entscheiden. Beim Derby in Saalfelden sieht es zunächst für den HSV Ohlicher sehr gut aus. Allerdings schafft die Kuchler Mannschaft wieder den Ausgleich und es sieht so aus, als würden die Tennengauer, die bei diesem Derby als Favoriten gelten, den Sieg nach Hause tragen. Ja, gegen Kuchl ist natürlich immer ein brisantes Duell. Immer die Zuschauer natürlich auch, das ist immer Emotionen pur und ja, es ist halt für Salzburg ist es total wichtig, ja, einfach zu schauen, wer ist der Beste in Salzburg. Erst die beiden letzten Spiele, allen voran das Match zwischen den beiden Legionären und Kapitänen Matwiejczuk Juri und Attila Hallmay, bringt wieder den ersehnten Ausgleich für die Pinzgauer. In der letzten und alles entscheidenden Partie zwischen Gruntner Stefan HSV Saalfelden und Bernhard Kranebittel TTC Kuchl bringt in einer äußerst knappen 3:2 Partie den Sieg für die Saalfelden. Mit der Gesamtleistung war ich sehr zufrieden. Also wir haben gegen Kuchl immer, seit 4. Saison spielen wir schon Bundesliga, wir haben immer schon eine große Spannung und heute war genauso. Ja, das kann man nur zufrieden sein, weil der junge Spieler, der von Stefan Grunde, hat ein wichtiges Spiel gewonnen zum Schluss. Das war nervlich, nicht so einfach, obwohl er erst oder andere spielt. Bei solchen Zuständen ist es wirklich schwierig und er hat das geschafft. Das war für mich als auch Trainer sehr wichtig, dass er Stefan geschafft hat. Also ich bin mit der Leistung sehr zufrieden. Ja, das war ein toller Tischtennis-Vormittag heute, sehr spannende Spiele und zum Schluss haben wir noch das entscheidende Spiel gehabt, wo ein junger Spieler von unseren Saalfeldner Tischtennisler den endgültigen Sieg noch nach Hause gefahren. Das ist schwer zum Beschreiben. Da. Ich weiß auch nicht, die entscheidende Partie spiele ich eigentlich immer relativ gut, muss ich sagen. Ich habe schon 3 oder 4 Mal die entscheidende Partie gewonnen.